Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zum Türchen Nummer 17 des Advent of Code Adventskalenders. Heute schießen wir Sonden auf Zielgebiete. Ich hätte nicht gedacht, dass man für ein solches Thema eine scheinbar zivile Anwendung als Vorwand finden kann. Also was ist Sachstand? Wir haben es ja beim letzten Mal schon aus der Höhle rausgeschafft und vor uns ist ein Graben. Und wir fragen uns, ob die Schlüssel des Schlittens des Weihnachtsmanns in den Graben gefallen sein könnten. Und wollen das vorab checken, indem wir eine Sonde runterschicken, die wir vom U-Boot aus abschießen müssen. So, das ist der thematische Hintergrund. So, was ist? Es gibt eine Startposition, das ist 00, das U-Boot. Und es gibt eine Target Area. Also die Target Area ist einmal hier als Anschauungsbeispiel gegeben. Sie ist relativ, im Rahmen des Beispiels, relativ dicht am U-Boot dran. Im individualisierten Input aber hier 94 bis 151 anstelle von 20 bis 30. Also sie ist viel weiter weg. Aber der individualisierte Input ist heute, fällt nicht so groß aus. Ich hatte schon kurz überlegt, ob ich den einfach mit in den Code reinkopiere, aber dachte mir dann, ich behalte einfach die Struktur wie von jedem Tag weiter bei. So, also das ist alles. Wir haben eine Startposition und wir haben eine Target Area. Und wir können jetzt eine Sonde mit einer Startgeschwindigkeit in X-Richtung und einer Startgeschwindigkeit in Y-Richtung abfeuern. Ein Delta X und ein Delta Y. Und da wird jetzt hier erklärt, in vier Schritten, wie sich jetzt die zum Beispiel hier dargestellte ballistische Kurve daraus errechnen lässt. Und zwar wird immer eine neue Raute aus einer Vorgängerraute berechnet, beziehungsweise aus der Startposition. Dazu wird auf x die Startgeschwindigkeit Delta x, ja, sie nennt es hier Velocity, also Beschleunigung, ja, x plus Delta x, das Delta x wird draufgerechnet und auf y wird das Delta Y draufgerechnet. Danach wird das Delta Y wegen der Gravitation um 1 reduziert. Und auch wenn es auf 0 gefallen ist, das geht dann weiter, minus 1, minus 2, minus 3. Ja. Das Delta X wird um eine Einheit näher an die 0 herangebracht. Ja, wenn es negativ ist, dann wird 1 drauf addiert. Wenn es positiv ist, dann wird 1 abgezogen. Es sei denn, es ist schon 0, dann bleibt es einfach da. So, das sind diese vier Anweisungen, wie damit umzugehen ist. Und daraus ergeben sich diese Rautenpositionen, die dann insgesamt die Illusion einer scheinbar schön glatten ballistischen Kurve ausmachen oder ergeben. So, und hier ist ein Beispiel für die Startgeschwindigkeit 7,2. Ne? Ich gehe hier rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. 2 und dann bin ich hier bei der ersten Raute, ja, 7, 2. Und dann wird die 7 um 1 näher an die 0 gebracht, also 6. Und die 2 wird um 1 reduziert, also 1. Das heißt, dann gehen wir rüber, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und gehen 1 hoch. Ja. Also so ergeben sich dann die Rauten auseinander. So, jetzt gibt es unterschiedliche Startgeschwindigkeiten, zum Beispiel 6, 3. Da fliegt die Sonde wesentlich höher, landet am Ende des Tages aber trotzdem noch im Target Area. Oder gibt es zum Beispiel 9, 0, da fliegt die Sonde überhaupt nicht hoch, landet aber trotzdem in der Target Area. Und hier haben Sie ein Beispiel, 17 minus 4. Obwohl die gedachte Verbindungslinie zwischen den Rauten so wirkt, als würde sie die Target Area schneiden, was sie auch tut. Aber Knackpunkt ist, die Target Area gilt nur dann als getroffen, wenn auch wirklich eine dieser Rauten da drin gelandet ist. Es geht um die diskreten Positionen, nicht um alles dazwischen. Und genau. Und Part 1 ist jetzt die Frage, mit welcher Startgeschwindigkeit treffe ich die Target Area, erreiche dabei aber den höchsten Scheitelpunkt. Ja, wir sehen ja, hier ist der Scheitelpunkt ist 0, das fliegt überhaupt nicht hoch. Und hier ist der Scheitelpunkt ist relativ hoch, der liegt hier bei 6. Und hier ist der Scheitelpunkt, hier liegt er bei 3. So, also das sind verschiedene Vorführungen des Anschauungsbeispiels. Die ultimative Antwort für das Anschauungsbeispiel ist, mit einer Startgeschwindigkeit von 6,9 erreichen wir als höchsten Scheitelpunkt 45. So, und die Frage war jetzt, was ist der höchstmöglich zu erreichende Scheitelpunkt im individualisierten Input, sodass man dabei aber die Target Area trifft. Ich bin auf 12.090 gekommen.
Und setzen wir das gleich nochmal hinten dran, dann wird jetzt hier gesagt, ja, vielleicht, wir haben ja nur eine Sonde, vielleicht ist es nicht gut, jetzt hier einen Trickshot zu vollziehen. Also tatsächlich jetzt ausgerechnet die Kurve zu wählen, bei der die Sonde den höchsten Scheitelpunkt erreicht, sondern hier ist jetzt die Frage, welche Startgeschwindigkeiten führen, wie viele Startgeschwindigkeiten, wie viele verschiedene Startgeschwindigkeiten treffen die Target Area. Also die totale Anzahl von allen möglichen Startgeschwindigkeiten, die schlussendlich im Target Area landen. Fürs Anschauungsbeispiel sind das 112, für mein Beispiel waren es 5059, aber schauen wir uns den Code einfach mal an. So, ich importiere wieder was wie eh und je aus dem Typing-Modul natürlich. Offensichtlich brauche ich das alles nicht, sondern noch der Type-Alias. Ich habe hier das Anschauungsbeispiel mir reinkopiert, ein paar Typen deklariert, Position und Spanne. Wir sehen ja hier Target Area x 20 bis 30. Das möchte ich jetzt eine Liste von int ausdrücken und nenne das einen Span-Typen, also einen Typen, der eine Spanne ausdrückt. Und gleich die erste Funktion ist Convert Raw to Dict, also da wird dieses Raw umgewandelt in ein ganz simples Dictionary, das jetzt beispielhaft hierfür lauten würde, x ist die Liste 20 bis 30 und y ist die Liste minus 10, minus 5. Ja, so ein Dictionary möchte ich mir basteln aus dieser String-Darstellung. Ach, wunderschön, diese Manipulation dahinter sorgt noch nicht mal dafür, dass das Beispiel kaputt geht. Das finde ich aber witzig. Da passiert jetzt auch gar nicht viel. Das Raw wird eingelesen. Es wird an den White Spaces, an den Leerzeichen gesplittet. Das heißt, und dann bekomme ich eine Liste von Strings. Parts 0 ist Target. Parts 1 ist Area Doppelpunkt. Parts 2 ist x gleich 20, Punkt, Punkt, 30, Komma. Und Parts 3 ist y gleich minus 10, Punkt, Punkt, minus 5. Und dann kann ich jetzt also genau Parts 2 und Parts 3 entsprechend, ich kann das Komma wegschneiden, ich kann es am Gleichheitszeichen splitten, greife mir die rechte Seite davon, splitte nochmal am Doppelpunkt und cast über alles den Integer-Konstruktor, bekomme so meine Spanne x und meine Spanne y und schlussendlich bastle ich mir daraus also das Dictionary. Keine Magie, die hier passiert. So, def-check-hit prüft, ob eine Position, nämlich dann am Ende eine von diesen Rauten, ob eine Position in der Target-Area im Zielgebiet liegt, indem sie einfach checkt, bin ich links oder rechts vom Zielgebiet, dann falsch, kein Hit, bin ich drüber oder drunter unter dem Zielgebiet, dann falsch, kein Hit, andernfalls liege ich tatsächlich drin, habe ich tatsächlich getroffen. So, der Single Shot Move ist eine Funktion, die von diesen ganzen Grafiken, die aus einer gegebenen Rauteposition die nächstfolgende Rauteposition errechnet. So, wie macht sie das? Sie nimmt eine Current Position, also wo die Raute gerade ist, und sie nimmt die Velocity und addiert einfach stumpf die Velocity auf die Current Position in X- und Y-Koordinate auf. Das ist dann das neue Target oder das, ja, das ist dann neue Target Position. Und das neue Velo wird nach der Beschreibung gebildet. Ja, also das Delta Y wird um 1 reduziert. Das Delta X wird um 1 an die 0 herangebracht. Nicht? Ich nehme erst den Absolutbetrag, ziehe 1 ab, vergleiche das mit der 0 selbst und dann kommt am Ende das Vorzeichen wieder dran, das der Abs weggenommen hat. Hier wird das Vorzeichen gebildet und das war's. Also ich bekomme also die neue, die nächste Raute und ich bekomme einen veränderten Velocity, also Richtungsvektor. Das ist der Single Shot Move, der wird benutzt von der Funktion Single Shot. Single Shot berechnet genau alle Rautepositionen, die zu einer Parabel gehören. Und zwar so lange, bis wir entweder das Zielgebiet treffen oder es nicht mehr treffen können. So, wie checke ich das ab? Hier ist einerseits hier Success. Success hängt von der Check-Hit-Funktion ab, die haben wir schon gesehen. Und andererseits habe ich hier eine andere Bedingung, die sagt, naja, also Single Shot gibt eine Liste von Positionen zurück, die Liste der Position aller Rauten.
Also dieses Out speichert gerade alle diese Positionen. Ich gucke dann mir die letzte Position an, davon die Y-Koordinate und prüfe, ob sie unterhalb des Zielgebietes liegt. Wenn dem so ist, dann besteht ja noch Hoffnung, falls die Velocity in Y-Richtung noch positiv ist. Ja? Wenn ich unterhalb des Zielgebietes bin, aber ich noch eine positive Velocity hätte, dann besteht ja noch eine Chance, doch noch ins Zielgebiet zu kommen, sonst nicht mehr. Ja? Wenn ich drunter liege und die Y-Beschleunigung ist 0 oder negativ, dann ist keine Chance mehr ins Zielgebiet zu kommen. So, das ist dann die Bedingung, dass diese While-Schleife abbricht oder eben ich habe das Zielgebiet bereits getroffen. Da muss ich nicht erst warten, bis ich auch darunter gefallen bin. So, genau. Also das hier wird einfach hintereinander weg, diese Single-Shot-Move-Funktion angewandt, bis eine von diesen Bedingungen hier das While zerbricht. Ansonsten wird einfach an das Out immer wieder neue Positionen hinten dran gehangen. Das Velo wird immer wieder überschrieben und wir prüfen die Check-Hit-Bedingung. So, das ist die Single Shot. Also die gibt uns eine Parabel. Dann Find Highest nimmt so eine Liste von Positionen, also nimmt so eine Parabel, geht die ganzen Positionen alle durch und maximiert über die Y-Koordinaten, weil mich interessiert ja der höchste Scheitelpunkt in Part 1. Und dann kommen wir schon an die beiden letzten Funktionen, Find Velo Part 1 und Find Velo Part 2 und Pretty Print. Pretty Print ist eine Funktion, die genau dieses ASCII-Art hier fabriziert, also rein für Debug-Zwecke. Da brauchen wir jetzt auch nicht weiter durchgehen. Und dann kommt auch schon die Main, ja, mit dir Resources Part 1, Part 2, das ist dann alles kaum noch erwähnenswert. Knackpunkt ist ja, dass wir uns jetzt noch hier die Find Velo Part 1 und Part 2 im Einzelnen anschauen. Das sind zwei Funktionen jeweils, oder jetzt hier erstmal Velo Part 1, die nimmt einen Start, sie nimmt die Beschreibung des Zielgebietes und am Ende gibt sie zurück eine Velocity, nämlich genau diejenige Velocity, die den höchsten Scheitelpunkt fabriziert, und sie gibt den höchsten Scheitelpunkt zurück. So. Also, wir fangen erstmal mit einer, wir initialisieren erstmal den Dateityp Velocity und füllen ihn mit Müllinformationen auf. Und hier ist eine Liste von Y, wobei das eigentlich nicht Y heißen sollte. Es hieße besser mal ja, Rename Code Occurrences Delta Y, ja. Weil das, ja, es ist nicht Y, sondern das sind jetzt alle versuchten Startbeschleunigungen für die Y-Richtung. Wir fangen erstmal ganz stumpf an mit 1, wahrscheinlich zu niedrig. Genau, wir fangen erstmal an, genau, wir sammeln eine Liste von allen Ys, die wir durchprobieren. Und fangen erstmal mit 1 an, wahrscheinlich deutlich zu niedrig, aber von da aus können wir uns dann anfangen hochzuarbeiten. So, Latest Success Velo, hier speichern wir rein, welches Paar aus X- und Y-Beschleunigung das letzte Mal einen Treffer im Zielgebiet gelandet hat. Auch hier initialisieren wir erstmal mit Müllinformationen und sagen dann auch hier der höchste Scheitelpunkt, auch hier initialisieren wir erstmal mit Müllinformationen. Also ich initialisiere hier erstmal nur alle Variablennamen. Und dann sagen wir, okay, while, achso, wir brauchen das do gar nicht, so, dann while true, so, while true, dann printe ich mir in die Konsole, weil es auch ein bisschen dauert, das ist ein Brute-Force-Ansatz mal wieder, weil es ein bisschen dauert, bis er alle Ys durchgegangen ist und ich mit meiner Ungeduld gerne sehen möchte, wo ist er denn, printe mir also aus, was gerade das letzte Delta Y ist, das er gerade ausprobiert hat. So, dann hier jetzt genau dieselbe Geschichte. Das ist eigentlich nicht X, das ist Delta X, also die Beschleunigung in X-Richtung. So, und hier habe ich jetzt gesagt, ich probiere einfach stumpf alle X durch von 1 bis zum linken Rand des Zielgebiets halbe. Ja, warum halbe? Naja, wir wollen ja so eine Parabel haben. Wenn ich jetzt mit X und ich jetzt natürlich könnte ich jetzt zum Beispiel direkt ins Zielgebiet reinschießen. Das geht und geht auch ziemlich einfach.
Dafür brauche ich nur eine einzige zusätzliche Raute. Aber wir wollen ja den höchsten Scheitelpunkt erreichen. Also wollen wir mehrere Rauten fabrizieren und die Probe bewegt sich, wenn überhaupt, immer nur kontinuierlich nach rechts. Wenn wir also mehrere Rauten haben wollen, dann bringt es nichts, wenn die erste Raute schon im Grunde zu weit ist. So, also sagen wir, wir brauchen per se eigentlich nur alle X-Positionen, alle X-Beschleunigung durchprobieren, die erste Raute schon den halben Weg bis an das Gebiet, an das Zielgebiet heranführen. Und im Grunde ist halb auch noch zu groß. Wahrscheinlich könnte ich auch einfach Drittel hinschreiben, vielleicht sogar Viertel. Wenn man sich überlegt, pam, 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 also, naja. Also ich bin hier doch eher vorsichtig vorgegangen und habe einfach gesagt, probiere möglichst viel aus, aber über ein halb ist absolut sinnlos. So, dann baue ich mir eine Velocity und dann wird sie hier im Single Shot, dann wird einfach die Parabel dazu errechnet und ich gucke mir an, hier, ich greife mir den boolschen Wert raus, ob die Parabel ein Treffer war. So. Und wenn sie ein Treffer war, dann wird der Latest Success Velo auf die jetzt gerade eben erfolgreiche Velocity Beschleunigung gesetzt. Wir berechnen uns den höchsten Scheitelpunkt. Nee, doch, nee, alles fein. Okay, ich hatte gerade überlegt, ob ich hier eigentlich hätte sagen müssen, highest ist max, find highest, old highest. Hätte man machen können, aber tatsächlich, der Code ist so designed, der hört tatsächlich auf, sobald er diejenige Velocity gefunden hat, die den höchsten Scheitelpunkt fabriziert hat. Also das letzte Highest ist automatisch auch immer, das letzte Highest, das diese Funktion zurückgibt, ist automatisch auch das höchste Highest, das Highest Highest sozusagen. Ist eigentlich ein Versehen, aber tatsächlich spielt das für den Design dieses Codes gar keine Rolle. So, also wir speichern uns den zuletzt erfolgreiche Velocity, holen uns den Highest Value und Delta Y. Ah ja, genau. Und jetzt habe ich ja gesagt, wir haben ja eine Liste von allen Delta Ys, die wir ausprobieren. Und weil wir jetzt ein Y gefunden haben, das erfolgreich war, nehmen wir dieses erfolgreiche Y, verdoppeln das und probieren es als nächstes aus. Ja, dann wird dir gesagt, Break. Und dann geht die While True von vorne los. Wir probieren wieder alle X durch, aber eben jetzt für ein neues Delta Y, ein deutlich höheres Delta Y. So, sollte ich alle Delta X durchprobiert haben und nicht einmal einen Treffer gelandet haben, dann komme ich hier in diesen Else-Fall. Ja, dann sage ich, okay, dann das Delta Y von eben, das war nicht erfolgreich, dann reduziere es um 1. Und dann ist das erstmal ein Temporary Y, also ein temporäres Y, und da wird geguckt, ob dieses temporäre Y schon wieder, kann ja sein, dass dieser Else-Block mehrfach hintereinander, wird ja mal minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, da wird das Y sukzessive reduziert. Und hier an der Stelle kontrolliere ich, ob ich jetzt schon beim Latest Success schon wieder angekommen bin. Also ob ich verdoppelt habe und dann diese ganze Verdopplung mittlerweile schon wieder abgebaut habe. Wenn ich zwischendurch nicht ein einziges Mal ein Success hatte, ja, dann Break, dann ist der Code fertig, dann habe ich meinen höchsten Scheitelpunkt gefunden. Andernfalls reduziere ich das verdoppelte Y immer um minus 1, bis ich irgendwann zwischendurch mal wieder auf ein erfolgreiches Y stoße. Und zu diesem Zweck wird das Temp Y dann einfach stumpf an all die Delta Ys hinten dran gehangen. Sie werden alle rigoros nacheinander durchprobiert. So, das war die Find Velo Part 1. Und Find Velo Part 2 ist bedeutend kürzer. Wir haben ja gesagt, jetzt geht es darum, alle Schüsse zu identifizieren, die schlussendlich im Zielgebiet landen. Fürs Beispiel waren das 112. Und wir wissen ja jetzt aus Part 1, was der größte Scheitelpunkt ist. Und damit auch, was das größte Y ist. Und dieses größte Y aus Part 1, das nehmen wir uns hier in Part 2 mit rein. Und jetzt sagen wir, wir probieren stumpf, so, das ist jetzt hier auch wieder, eigentlich ist es gar nicht Y, es ist wie davor auch schon, Refactor
Delta Y. So, wir probieren stumpf alle Delta Ys durch, die uns entweder direkt mit einer einzigen Raute ins Zielgebiet bringen. Das ist dann also minus 156, also von minus 156 bis zum maximalen Y, das wir aus Part 1 bereits kennen, probieren wir alle Ys durch und geben uns das hier dann auch in die Konsole aus, damit wir das mitverfolgen können. Und zu jedem Y probieren wir entsprechend auch jedes X. Weil man jetzt hier auch wieder clever vorgehen könnte, jetzt könnte man sagen, man geht von 1 bis Target Area X halbe, wie davor auch schon, und sagt dann und hängt dann nochmal Target Area X an. So, also alles zwischen halbe und ganz brauche ich nicht checken. Das landet auf keinen Fall in der Target Area, aber so viel Code-Optimierung habe ich dann jetzt hier nicht betrieben. Ich habe einfach gesagt, okay, probiere die einfach stumpf alle durch. So, und dann werden die ausprobiert. Dann wird nur geguckt, landet der Schuss im Zielgebiet oder nicht. Wenn ja, hänge ihn an meine Set an und die wird zurückgegeben. Und das war's. So, dann sind wir im Main. Main passiert nicht viel. Ich konvertiere das Beispiel, asserte das rauskommt, was die Aufgabenstellung verlangt. Wende das Ganze auf meinen individualisierten Input an und löse Part 2. Und obwohl ich das Ganze mit Brute Force löse und auch nicht wirklich clever in irgendeiner Hinsicht, hier ist Part 1, jetzt ist Part 2, dauert das am Ende des Tages alles eigentlich gar nicht so lang. Das geht ziemlich zügig durch. Da ist es schon. Was waren das jetzt? 10 Sekunden, 12 Sekunden? Insofern ist da jede Optimierung überflüssig. Schauen wir uns noch das finale Bild des Kalenders für heute am 17. an. So sieht es aus. Und dann hören wir uns morgen wieder. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, hört, wenn es euch hilft, erwägt doch ein Abo meines Kanals. Und ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.